Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Boruto Chapter Nummer 29, Kage Bunshin no Jutsu. Das Chapter beginnt halt damit, dass Delta nochmal darüber nachdenkt, was Koji gesagt hat. Und ja, sie ist sich ziemlich sicher, dass er die Wahrheit gesagt hat, fragt sich aber, wie er es geschafft hat, nach Konoha zu kommen und ob er irgendwie die Ausspüreinheit ausgetrickst hätte. So, er wiederum ist in Konoha, wir sehen wieder eine Kröte, dann wechselt das Geschehen zu Naruto und Boruto. Kawaki sitzt halt immer noch am Tisch und überlegt, ob er die Vase halt reparieren soll. Boruto ist gerade am Zocken, als Naruto meint, er hat ja heute frei, also könnten sie ja mal wieder ein bisschen Ninja-Kumite machen. Er fragt auch Kawaki, ob er mitkommen will, weil dann könnten sie ein bisschen mehr über das Karma herausfinden. So, dann kämpfen die beiden halt, natürlich soll Boruto alles geben und er nutzt auch Kage Bunshin, aber Naruto ist ihm logischerweise halt überlegen. Dann meint Kawaki so, ja, Boruto solle jetzt das Karma nutzen, denn wenn sie schon so im Training sind, wäre ja besser, wenn sie es so ein bisschen nutzen und ein bisschen mehr herausfinden, wie das halt funktioniert. Boruto hat aber nicht allzu viel Ahnung, also aktiviert Kawaki seins und dadurch reagiert dann auch irgendwie das von Boruto und ehrlich gesagt, Resonanz hin oder her, aber wenn Kawaki seins aktiviert und Boruto seins dadurch auch komplett aktiviert wird, das finde ich schon ein bisschen eigenartig. Jedenfalls sagt halt Naruto, dass das eine gute Idee ist, denn lieber sollen sie halt in einem Übungskampf das Ganze ausprobieren und trainieren, als in einem echten Kampf, womit er natürlich ja auch recht hat. Durch die Nutzung des Karmas wurde Boruto dann halt schneller und stärker, allerdings hat er es trotzdem nicht geschafft, auch nur im Ansatz an Naruto heranzureichen. Ja, nach dem Kampf hat trotzdem Naruto gesagt, dass Boruto etwas stärker geworden ist und viel trainiert hat. Ja, dann haben sie halt das Zeichen der Versöhnung gemacht. Kawaki hatte dann kurz gefragt, was das ist. Himawari hat es ihm erklärt und dann hat er sich zurückerinnert, wie er dann halt eben mit Jigen trainiert hatte. Ja, und das war halt ganz anders, weil der hat immer nur gesagt, steh auf und du bist ein Nichts und du kannst nichts. Er hat ihn also überhaupt nicht gelobt, nur runtergemacht und so. Ja, und dann sieht man halt wieder aktuell, wie er eben auch im Hokage-Büro sitzt. Naja, Kawaki fragt dann halt Naruto, ob er das immer mit Boruto macht, dieses Training, und dass es Boruto Spaß macht. Und daraufhin meint Naruto, er kann ja das nächste Mal mitmachen. Daraufhin sagt Kawaki, dass er aber kein Chakra wie die hätte und daher keine Künste könnte. Und dann sagt wiederum Naruto, dass jeder Chakra hat. Hier muss ich jetzt sagen, ehrlich gesagt, ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen vom Anfang von Naruto, weil eigentlich kam mir das immer so vor, also es wurde nie richtig gesagt, aber es kam mir eigentlich wirklich immer so vor, als ob gar nicht jeder richtig Chakra hätte. Also als ob so eine, sagen wir mal, in jedem Ort halt ein paar Leute gibt, die haben Chakra, die einen wollen dann Ninja werden, die anderen haben Chakra und wollen trotzdem kein Ninja werden und wieder andere haben halt nichts, weil wie ist das denn eigentlich theoretisch gesehen mit Lee? Bei ihm kam mir das immer so vor, als wenn er kein Chakra hätte, was zwar dann später irgendwann im zweiten Teil auch unbedeutend war, weil er ja trotzdem irgendwie über Wasser laufen konnte und das geht ja logischerweise nur mit Chakra. Also von daher, ich glaube eigentlich nicht, dass jeder Chakra hat, aber gut. Jedenfalls ist es dann halt so, dass Kawaki meint, er findet Kage Bunshin interessant, denn wenn man von sich selbst genervt ist, kann man sich halt selbst schlagen. Aber Naruto, und er meint auch, dass man auch alleine dann kämpfen kann, dass das besser wäre, aber Naruto sagt, das ist alleine nicht gut, er hat es probiert, er ist der lebende Beweis. Er sagt, es wäre besser, wenn Kawaki Freunde finden würde, denn das würde sein Leben verändern und auch dafür wäre Naruto eben der lebende Beweis. So, das Chapter endet dann damit, dass die Kröte Kawaki ausfindig gemacht hat und das, was die Kröte sehen kann, kann eben auch Koji sehen und von daher ist es natürlich wieder so ein leichter Cliffhanger. Ich muss sagen, ich finde zwar das Chapter an und für sich in Ordnung, also es ist halt okay, es ist jetzt nichts Überwältigendes und so, ich finde es aber gut, dass wir hier jetzt einfach nur so einen kleinen Übungskampf hatten und sonst ein bisschen mehr Kawaki kennenlernen durften und auch sonst so ein bisschen Naruto und Boruto im Alltag nochmal hatten, aber ja, es ist halt sehr wenig Text, muss ich sagen. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr zu Kawaki, was sagt ihr zu diesem Koji, was habt ihr da immer noch so ein bisschen gedacht und was haltet ihr von der Idee, dass wirklich jeder in der Naruto-Welt Chakra hat, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.